Genau, ich will ein kleines Geschenkchen für dich machen. Es passt einfach zum heutigen Tag und ich habe es gesehen und ich muss dir das jetzt einfach geben. Das ist meine Love Language. Um mal die Augen zu machen, bitte. Jetzt darfst du die Augen öffnen und ich hoffe, du lachst. Geil! Lustig oder lustig? Ja, ne? Ich dachte, das passt perfekt zu deiner Sex-Bucket-List. Das passt sehr gut zu meiner Sex-Bucket-List. Vor allem, es ist auch eine schöne Erinnerung an dich. Ja. Danke. Gerne. Das ist nicht sehr thoughtful. Auf unserem Date ging es viel um Ananas. Ja, dann schenkt sie mir heute Abend so eine kleine Mini-Ananas. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr schöne Geste. Darf ich dir einen Kuss auf die Wange geben? Ich würde tatsächlich gerne wissen, wie es sich anfühlt, dich zu küssen. Ja. Du kannst einfach recht wissen. Der Kurs mit Alena war sehr leidenschaftlich. Ich glaube, das war bisher der leidenschaftlichste Kuss von allen. Ja, es war einfach so ein Kuss, wo es funkt, wenn man das so sagen kann. Ja, schön. Duschen die gerade? Die waren hart rum da hinten, glaube ich. Ich hasse das. Der Kuss mit Madeleine war sehr schön und leidenschaftlich. Ich habe da auch was gespürt, aber ich weiß nicht, ob mir das Gefühl reicht. Deshalb würde ich mich freuen, wenn ich heute einfach bleibe und sie dann einfach noch besser kennenlernen kann. Ja, das muss ich jetzt wieder fixen. Ich fix dich, du fixst mich. Ja, ja. Fixen oder? Gerade oder finden. Ich weiß, wir lieben beide Wortspiele. Oh, das sieht aber wirklich nicht gut aus. Ja, das ist jetzt sehr auffällig. Der Kuss mit Alena macht auf jeden Fall Lust auf mehr, sowohl emotional als natürlich auch auf mehr Küsse. Und ja, das war echt ein schöner Moment für uns.